Breaking News, meine Damen und Herren. Achtung, Achtung. Unsere heiß begehrte Actioncam, die so oft nachgefragt wurde, die 4K Actioncam. Sie ist jetzt endlich lieferbar mit ganz viel Zubehör. Das heißt, Sie können jetzt bestellen, dann ist sie innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause. Und was diese Actioncam so kann, was sie überhaupt ausmacht, also was man damit so treiben kann, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Der Ralf ist bei mir. Hast du die Bilder gesehen, die neuen? Das war ja irre. Beim Skifahren? Ich bin fasziniert, was wir hier für eine Bildqualität wirklich leisten können mit dieser 4K-Kamera. Und wer jetzt mit 4K, mit diesem Ausdruck, nichts anfangen kann, das ist was ganz, ganz ähnliches wie UHD, Ultra HD. Und das ist viermal so scharf wie HD. Also um es ganz krass auszudrücken, wenn vor der Kamera eine Fliege vorbeifliegt und sie wird gefilmt, kannst du die Härchen auf den Füßen der Fliege kannst du zählen. Und hier sehen wir eben, wo die so gern eingesetzt wird, wenn es Action gibt. Ja, beim Skifahren hier mal. Und als ich die Bilder zum ersten Mal gesehen habe, ich bin ja fast gestorben. Oh mein Gott, hier ist jemand unterwegs mit den Skiern. Und zwar ist das unser Tim, der arbeitet hier bei uns. Der hat einfach mal die Actioncam mitgenommen und hat da mal tolle Aufnahmen gemacht. Und es ist irre, wenn man das sich hier anschaut. Schau mal, das ist hier bei uns übrigens in der Region, oben auf dem Feldberg im Schwarzwald. Und da sieht man hier schön die Pisten und man kann da ganz tolle Sachen filmen. Man kann sich richtig schön in Szene setzen, auch mal seinen Vordermann dementsprechend filmen. Und hier, da hält man direkt die Luft an. Oh Gott, oh hier die, oh Bäume. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich habe es vorhin gesehen, da kommt jetzt noch irgendwo oh. so ein Ast, der drüber hängt. Da fängst du an, dich zu ducken. Ja. Automatisch. Wie, so wie scharf das Bild ist, ne? Scharf sind diese Bilder. Und da, da siehst du auch rum. Ja, du da duckst dich gerade. Auch direkt mit. Und das ist phänomenal für alle, die eben Outdoor-Freizeit, ja, die Outdoor-Aktivitäten lieben. Egal, ob du jetzt Rad fährst, ja, oder ob du mit dem Kanu unterwegs bist, aha, oder ob du eben Ski fährst, oh, Bungee springen, Fallschirmspringen, kann da auch ein Tandemsprung sein, ohne Probleme, dann eben mit dieser Kamera. Alleine beim Fahrradfahren oder auch beim Reiten oder so, wenn du irgendwo unterwegs bist, du hast die dabei, das werden so tolle Aufnahmen und so gestochen scharf. Oh. Was ich auch phänomenal finde, ist dieses umfangreiche Zubehör. Das sehen wir jetzt hier. Also erstens mal dieses wasserdichte Gehäuse, in das ich jetzt die Kamera reinmachen kann. Das mache ich natürlich, wenn ich am Helm zum Beispiel, beim Motorrad, beim Mofa oder auch beim Skifahren oder eben beim Radfahren dran mache. Dann ist das wasserdicht. Aber jetzt nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch für Taucher hervorragend geeignet. Denn bis zu 30 Meter Wassertiefe kann ich hier gestochen scharfe Bilder machen, ohne Angst zu haben, dass meine Kamera kaputt geht. Und da kannst du jetzt auch mal beim Ägyptenurlaub zum Beispiel, wenn du in den tollen Riffen tauchst, faszinierende Bilder nicht nur in der Erinnerung mitnehmen, sondern hier wirklich mal auf Micro-SD-Karte gebannt und die kannst du dir dann wirklich jederzeit wieder anschauen. Und wenn man sich überlegt, was vergleichbare Kameras kosten, auch hier die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, 299,90 €, 300 €. Das ist schon ein sehr normaler, guter Preis, denn die liegen bei 400, 500 €, diese 4K-Action-Cams, gerade mit dem umfangreichen Zubehör. Heute hier bei uns 142,41 €. Und da heißt es zugreifen. Sie ist jetzt lieferbar. Und das Wichtige ist, diese Kamera braucht sich hinter wirklich keiner anderen Kamera zu verstecken. Nur um ein paar Leistungsmerkmale zu nennen. Ich habe hier eben dieses 4K. Ich habe 170 Grad Winkel, also einen Weitwinkel, in dem ich aufnehme, fast rund um mich rum, sodass ich wirklich nichts verpasse. Ich habe auch die Möglichkeit, auf meinem Smartphone oder Tablet hier den als Kontrollmonitor zu benutzen, also das Live-Bild der Cam dort einfach nochmal zu kontrollieren. Dann haben wir hier um die 30, manchmal je nach Auflösung auch 40, 50 Frames pro Minute. Aber ich kann hier jetzt auch eine Zeitlupe einstellen und das ist dann plötzlich 240 Bilder pro Sekunde statt 40 pro Sekunde. Da siehst du mal, um Sechsfache verlangsamt und andersrum auch den Zeitraffer. Da machst du jetzt nicht 40, 50 Bilder in der Sekunde, sondern wenn du das so einstellst, ein Bild pro Minute. Das heißt also, du kannst jetzt also in 40 Minuten hast du eine Sekunde Sendezeit. Jetzt kannst du da hochrechnen, da kannst du das Gras wachsen. Da kannst du zuschauen, wie das Gras wächst. Irre, ja, oder? Ja, was heutzutage phänomenal alles möglich ist und das für 142,41 €. Ja. Wir hatten gerade so einen kleinen Schwenk gesehen über das gesamte Zubehör, was damit bei ist. Das sind die ganzen Montagemöglichkeiten. Ne? Wir haben hier dieses Gehäuse, das hattest du schon angesprochen, ja, das ist halt auch ideal zum Tauchen, damit es wassergeschützt ist. Aber auch beim Skifahren muss es ja dementsprechend wassergeschützt
geschützt sein, das ist es dann hier. Aber auch hier alle möglichen Clips sind mit dabei, um das irgendwie überall dran zu machen, an Stative noch extra, einfach irgendwo dran Clips oder hier mal so eine Halterung, die passt auch perfekt an den Fahrrad zum Beispiel dran oder so, einfach dran montieren. Da ist sämtliches, wirklich sämtliches Zubehör mit dabei. Du kannst es am Helm festmachen, du kannst es direkt am Motorrad, am Fahrrad, am Roller festmachen. Am Boot. Du kannst es am Arm festmachen, am Gürtel festmachen, also überall. Egal, es kommt ja immer darauf an, wie du unterwegs bist. Bei vielen Situationen wird der Helm natürlich das günstigste sein. Also ich stelle mir das gerade mal vor, so ein Fallschirmsprung. Ja? Und dann hast du so eine 4K-Kamera dabei. Weil so ein Fallschirmsprung ist ja ein unvergessliches Erlebnis. Du bist aber schon Fallschirm gesprungen. Ich bin schon Fallschirm gesprungen, zwar nicht oft, aber ich bin. Allerdings damals bei der Bundeswehr, also es war kein freier Fall. Wir sind an den Seilen runtergehopst. Ja? Aber es ist ein unglaubliches Erlebnis. Und wenn man mal die Chance hat, sollte man das machen. Und dann natürlich auch die Bilder sichern für die Ewigkeit. Weißt du, es ist dann toll, wenn du mal, ich kann jetzt erzählen, ich bin damals gesprungen, wenn ich jetzt sagen könnte, guck mal, hier, da, Enkelchen, ja, vor 30 Jahren ist der Opa hier. Ja. Das sind einfach Aufnahmen. Die sind einmalig und dann hast du Erinnerungen fürs ganze Leben. Es ist so. Skifahren, also, schwarze Piste runter oder so. Wow. Es ist aber auch irre. Also ich bin ja selber auch Bungee gesprungen und hatte dabei auch so eine Kamera auf meinem Helm auch oben drauf. Und die Aufnahmen, die sind auch Wahnsinn. Also das muss man auf jeden Fall machen. Gerade wenn man dann auch viel draußen unterwegs ist. Man kann das viel besser dokumentieren. Hier nochmal. Guck mal, durch diese Bäume, einfach dadurch, das ist, diese Bilder alleine, schau mal, wie schön das aussieht, auch diese verschneiten Bäume, das macht es einmalig. Man kann ja sonst viel erzählen, auch über das Skigebiet, weißt du, wenn du dann Leuten berichtest, wie war denn dein Skiurlaub? Dann erzählst du was über das Skigebiet, aber du kannst es ja nie so richtig so darstellen. Aber hier, da sagst du, guck mal hier, die Bäume waren schneebedeckt und wir sind durch die Bäume durch. Hier kannst du es mal zeigen, wie toll ich das überhaupt aussieht. Ich wäre wahrscheinlich auf den Baum draufgefahren, aber das macht nicht. Aber jetzt gehen wir mal ins krasse Gegenteil und das finde ich auch noch schön. Also hier haben wir Action, hier haben wir Geschwindigkeit, hier haben wir Leben, hier haben wir Adrenalin pur. Aber jetzt mein extremste Gegenteil. Du hast wunderbare Blumen zum Beispiel in deinem Wintergarten. Boing! Da war das Tempo plötzlich auch raus. Ja, aber das war schön, sowas mal aufzunehmen. Ja, natürlich. Weißt du, das sind auch so diese Pleiten, Pech und Pannen-Videos, die sind ja auch schön. Aber jetzt überleg mal, du hast so einen richtig schönen Krokus oder ähnliches und stellst die Kamera vorne dran, läufst weg, stellst den Zeitraffer ein und filmst jetzt einfach mal, wie die Blüte langsam aufgeht und am Abend wieder zu. Und das hast du dann, wie wenn es innerhalb von wenigen Sekunden passieren würde, hast du das dann auf Film gebannt. Das ist toll. Und das finde ich auch mal was Schönes. Also nicht immer nur Action und Adrenalin, sondern auch mal wirklich schöne Aufnahmen, bei denen ich sonst überhaupt nicht die Möglichkeit hätte, das irgendwie hinzukriegen. Mit dieser 4K-Kamera kriege ich das und das in unglaublicher Bildqualität. Ja. Ich habe es vorhin gesagt und wenn Sie einmal schon 4K gesehen haben, werden Sie das bestätigen können. Wenn eine Fliege irgendwo sitzt, Sie können die Härchen auf den Beinen der Fliegen zählen. Auch beim Autofahren sind diese 4K-Action-Cams mal ganz interessant. Da kann man die auch natürlich toll mitnehmen, kann mal filmen. Könnt ihr sagen, bei deinem Fahrstil ist das immer interessant, aber nee, mach ich nicht mal. Nein, Kathi fährt hervorragend. Danke. Kathi fährt hervorragend, aber auch da selbstverständlich. Und auch nur, wenn du es auch wieder ein bisschen gemütlicher beim Bergwandern machst, es an Gürtel und nimmst einfach mal, oder leichte Klettertouren. Es gibt ja so diese Mischung zwischen Wandern und Klettern, wo mal so ein paar unwegige Stellen und das mal aufnehmen, egal wo du bist, in den Dolomiten, im Schwarzwald, allein in den für Alpen. Die Landschaft. Ganz egal Landschaftsaufnahmen, wo. Das ist fantastisch. Eben, dann nimmst du einmalige Landschaftsbilder mit und das eben jetzt in jeder Qualität, in jedem Tempo, das du willst. Und wenn ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, Zeitraffer, ein Bild pro Minute, du kannst das auch auf ein Bild pro 2 Sekunden, das ist so eine Skalierung, kannst du machen, wie du willst, einfach mal schauen, wie schnell es oder wie langsam es sein soll. Und das finde ich phänomenal. Die Zeitlupe-Funktion, die kommt noch dazu. Also so vollumfänglich, was wir hier haben, können wir gar nicht alles nennen. Bewegungserkennung, die wollte ich noch nennen. Wir können das auch so programmieren, dass sie wirklich erst einschaltet, wenn im Sichtfeld in diesen 170 Grad eben eine Bewegung stattfindet. Auch das phänomenal. Für 142,41 € unsere 4K Action Cam für Sie. Sie ist jetzt lieferbar. Sie können jetzt bestellen NX4224 und die 569, das ist Ihre Bestellnummer. Und dann kann es innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause losgehen. Und egal, was Sie mit dieser Action-Cam machen, ich bin jetzt schon neidisch und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß dabei, weil das wird richtig, richtig toll.